Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kretolo. Ich mache heute eine Garagentour. Ich habe eigentlich 7 Garagen, also 7 Apartments, dann noch eine Garage dazu. Aber wir werden nur 5 Garagen von mir sehen und ja, weil die anderen stehen leer. Also 5 Garagen sind jetzt auch nicht so voll. Ja, ist aber was drin. Die erste Garage ist gleich hier in der Nähe von Los Santos Customs. Ist ein geiles Haus. Richard Majestic State Apartment, so heißt es, glaube ich. Ja. Und ja, da schauen wir mal rein. Ich glaube, das sind 3-4 Fahrzeuge oder so. Ich habe noch eine 60er Garage. Ja. Bin aber noch nicht so dazugekommen, sie umzuräumen. Alle Autos in die 60er. Hier habe ich meine Dinker Double T. Fail. Hier habe ich meine Nagasaki Carbon RS. Beschleunigung ist eigentlich eh recht gut. Tempo auch. Bremsen sind. Ich habe bei keinem einzigen Fahrzeug außer bei dem Nero, Crafted Nero, Bremsen gemacht. Komisch. Aber keine Ahnung, ich hasse Bremsen. Traktion ist eigentlich auch gut. Kann man auch gut schön fahren. Ist ein geiles Motorrad. So, jetzt der Dominator. Da ist das Tempo auch sehr gut. Beschleunigung eigentlich auch. Bremsen wieder scheiße. Traktion auch gut. Das ist das geilste Driftauto, falls ihr driften wollt. Also für mich. Jetzt kommen wir zu der Schrottkarre. Karin Rostiger Rebel. Tempo ist eigentlich eh gut, Beschleunigung ist scheiße, Bremsen sind scheiße, Traktion, es geht. Ich habe das Auto nur gekauft, weil es irgendwie etwas hat. Es hat was, es schaut echt geil aus irgendwie. Vor allem mit dem Netz und so. Ist auch ein richtig gutes Geländeauto. Ja. Ja, das war's von dieser Garage. Dann habe ich noch die Rennräder und ja. Okay, wir sehen uns gleich. Ciao. So, hi Leute, jetzt bin ich wieder da. So schnell hingeradelt. Umweltfreundlich. Zu gut. Ficken. Nee, das ist jetzt meine geile 60er Garage. Habe ich mir am Wochenende gekauft. Am Samstag, diesen Samstag. Und ja, da schauen wir jetzt auch rein. Hier habe ich aber wenige Fahrzeuge. Nur 5 oder 6 Fahrzeuge von 60. Okay. Hier sind wir, normale Lampen, konnten wir leider nicht mehr leisten, habe jetzt auch nicht so viel Kohle. Egal, fangen wir an. So, Stock 1A. Hier, das ist meine geile Hakuchu. Damit gewinne ich irgendwie echt fast jedes Rennen, was ich spiele. Mit dieser geilen Maschine, Alter. Oh yeah. Die ist aber echt richtig geil. So Kawasaki-mäßig angestrichen. Ah, na cool. Okay, Traktion ist super, finde ich. Die Bremsen gehen auch. Beschleunigung ist übertrieben heftig geil. Das Tempo ist eigentlich auch sehr, sehr geil. Ja. Doppelauspuff. Natürlich Kretolo-Nummernschild. Egal, kommen wir weiter. Das da, das habe ich mir gestern gekauft. Das ist die Dinker Trust. Das Tempo ist eigentlich auch richtig gut. Die Beschleunigung ist auch super. Bremsen sind eigentlich auch super. Traktion ist auch super. Nur das Wenden ist scheiße. Da brauchst du irgendwie 10 Meter, dass du dich überhaupt umdrehen kannst. Aber sonst ist es ein richtig schnelles, geiles, schönes Motorrad. Kann man richtig geil so Motorradtouren machen. Darüber mache ich auch mal ein Video. Ich, Felix und vielleicht noch andere, so eine Motorradtour. So schaut's auch richtig geil aus. So.
so zu fahren überhaupt. Das ist eins der wenigen Motorräder, die so überhaupt so ausschauen. In Ego. Ja, dann kommen wir weiter. Das da ist mein schöner, geiler LG RH8. Beziehungsweise ist es ein GTR. Beschleunigung finde ich da auch super, Tempo auch. Bremsen sind scheiße, Traktion ist übertrieben heftig gut. Das ist einer, nee, das ist sogar der beste Sportwagen, den ich überhaupt habe. Aber ich könnte noch etwas auftunen, dann wäre er noch geiler. Mache ich auch sofort nach dem Video. Okay, ja. Das da ist mein geiler Roller. Ein richtig geiler Scooter sozusagen. Der ist von der Beschleunigung richtig cool. Vom Tempo ist er eigentlich scheiße. Von der Bremsleistung auch. Traktion eigentlich auch. Aber ich finde den einfach geil. Der hat was. Okay, kommen wir weiter. Okay, kommen wir weiter. Zweiten Stock. Im zweiten Stock ist nichts. Und im letzten Stock, das ist mein Lieblingsstock. Das sind so heftig geile Autos. Soll ich zeigen? Ja, sicher. Okay, das ist mein Nero. Das ist mein schnellstes Fahrzeug, was ich überhaupt habe. Ich habe ihn sofort gekauft. Richtig übertrieben, heftig geil. Vor allem so, wie ich ihn noch lackiert habe und so, alles richtig heftig. Dann noch ins Kral und so. Logos. Der geht. Der war mal cooler, aber jetzt. Ja, ich finde ihn jetzt eigentlich auch so richtig heftig geil. Ja. Beschleunigung und so. Der hat super Beschleunigung, ein super Tempo und eine super Traktion. Bremsen sind so wie bei jedem Fahrzeug scheiße. Kommen wir zu dem heftigen Teil. Ich finde, da ist die Farbe so übertrieben heftig geil. So Chrom plus Crew-Farbe plus dieser Stronzo-Lackierung, diesem italienischen. Richtig geil. Das ist der Lampada Titropos Rally. Tempo ist auch heftig cool. Beschleunigung auch. Bremsen scheiße. Traktion, es geht. Fahren lässt er sich super. Ja, schauen wir mal rein. So ist er auch so richtig geil. Gut. Und das Lenkrad leuchtet ein bisschen wegen der Crewfarbe. Kommst du in meine Crew? Okay, egal. Kommen wir zu diesem Fahrzeug. Das ist eins, das ist sogar das geilste Geländefahrzeug, was ich überhaupt habe. Der Rapid Trophy Truck. Beschleunigung ist heftig. Tempo auch. Bremsen müssen wir nicht reden drüber. Traktion ist auch richtig gut. Von innen schaut auch wieder so aus wie viele meiner Fahrzeuge. Der ist laut. Sitze aus Carbon. 3 cm dick. Ja. Okay, ich würde sagen, kommen wir zu meiner nächsten Garage. So, hier sind wir, mein Clubhaus. Hier sind nicht so viele Motorräder drin. Früher hatte ich generell mehr Fahrzeuge. Ich habe voll viel verkauft, weil die neuen Fahrzeuge sind sehr, 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 sehr teuer. Und ja. Ja, hier sind nur 2 Motorräder. Wow. Die manches. Gute Beschleunigung, gutes Tempo. Bremsen sind scheiße. Traktion ist auch gut. Und dann noch die Western Nightblade. Tempo ist gut, Beschleunigung auch, Bremsen scheiße, Traktion eigentlich auch scheiße.
Aber sie lässt sich richtig geil fahren. Ja, das war's von der Clubhausgarage. Gehen wir weiter. Ciao. So, das sind wir wieder. Das ist meine Garage am Flughafen. Ja, da sind Scheißfahrzeuge drin. So ein Türken-BMW. Und warum habe ich das überhaupt eingespeichert? Ja. Schauen wir zu meiner nächsten Garage. Habe ich da überhaupt was drin? Ich weiß es nicht. Oh, da habe ich nichts drin. Wir sehen uns. Okay, das war's. Das war's von der Tour, von der Garagentour. So schauen meine Garagen aus und meine Fahrzeuge. Also gerade meine Fahrzeuge. Lasst ein Like da, abonniert mich bitte. Und ja, ciao.